Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Menschheit gegen die Ameisen. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier, hatten uns hier die Basis aufgebaut gegen die Drecksviecher und genau, gegen die. Und ja, wir waren jetzt dabei, mit unseren Mammuts uns hier mal ein bisschen durchzuflügen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal weiter. So, liebe Leute, es ist auch jetzt, glaube ich, tatsächlich... Ja, Leute, es ist soweit. Die letzte Aufnahmesession von Command & Conquer hier. Tatsächlich, hey, was ruckelt das denn jetzt hier so komisch? Ah. Ich meine, es ist immer noch besser als damals bei Avira ständig. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein paar. Und ja, liebe Leute, letzte Aufnahmesession von Command & Conquer. Ich bin schon ein bisschen wehleidig, muss ich sagen. Aber wir sind ja noch nicht fertig hier, ist klar. Ja. Oh, was ist das denn hier? Ach du Heilige! Boah, sind das viele! Boah, sind das viele, ey! Das gibt's ja nicht. Boah, die machen mich hier kalt, ne? Boah, ist das heftig! Was? Okay, da habe ich den Start wieder verkackt. Oh Gott. Ah, Scheiße. Oh Gott, was machen sie denn jetzt? Boah, was machen die denn jetzt hier? Hilfe! Hilfe! Was? Ah! So viele! Boah! Aber wir haben es überlebt, hey. Wir haben es überlebt, Leute. Richtig krass, wir haben das überlebt. Hallo, das waren bestimmt 20 Ameisen oder so. Naja, gut, aber der eine Sonder, der kann zumindest hier unten mal wieder ein bisschen Geld einsammeln. Ach du Scheiße. Alter Schwede, Leute. Das ist heftig. Echt krass. Was hier gerade. Habt ihr es gesehen, ey? Ach, das ist wegen dem Mist da unten, okay. Leute, wisst ihr was? Neutralisiert das Mist, bitte. Fuck. Ja, die haben ja nur... Eigentlich haben die mir nur zwei Kraftwerke weggenommen, ne? Ah, da kommen wieder welche raus hier. Verdammt. Ja, danke. Danke für nix, Soldat. Oh, Mann. Ja gut, aber das passt, Leute. Wir haben wieder fast wieder Energie. Boah, ist das krass gewesen gerade, ey. Das war echt übel. So, wo fährt der Sammler jetzt hier hin? So. Bitte nach Hause fahren, ey. Hoho, das waren echt viele hier. Aber gut, ich meine, das haben wir relativ gut überstanden. So. Es waren sogar mehr als 100. Warte mal, ich kann ja auch das hier bauen, ne? Das sollte ja auch reichen. Ein kleines Kraftwerk. Okay, dicke. So, gib mir wieder Energie hier! So. Puh, ey. Ja, danke. Dankeschön, ey. Echt. Aber, liebe Leute, wir haben es geschafft. Und das ist die Hauptsache. Ja, liebe Freunde, tatsächlich hier... eine Aufnahme auch an einem Samstagmittag hier. tatsächlich. Weil es ist halt die letzte Aufnahme. Da wollte ich halt, ja, was soll ich sagen? Wollte ich halt genug Zeit für haben. Und, ja, Leute, es wird jetzt gleich ein bisschen... Ja, ein bisschen emotional, kann ich sogar sagen. Weil, ja, guck mal, der Konka hat uns echt sehr lange begleitet. Ne? So, die sterben direkt, sehr gut. Und hier, die kaputt machen da. Sammler, sammelt bitte da die Kohle. Melde mich, wie befohlen. Zum Glück leben die noch, ey. Und ja. Liebe Freunde, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier weiter uns hier durch die Ameisenmassen prügeln. Und das hier ist ein Haufen Kohle, muss ich... Ohoho. Das hier ist ja echt ein Haufen Geld. So, waren wir weg damit. One shot. Ihr sammelt bitte hier vorne, damit es ein bisschen schneller geht. Und ja, liebe Freunde, tatsächlich. Und
Ja, na, freue ich mich, dass du mal wieder hier... Alter, dabei seid. Ach du Scheiße, nicht schon wieder so viele. Ich will hier gar keinen Stress machen. Alter! So, lass das erstmal bitte. Ich lass sie mal da zur Verteidigung. Ist besser. Oh, gleichzeitig geil. So, dann können wir ja endlich mal wieder hier reparieren alles. So, und uns mal ein bisschen vor dem Angriff eben erholen. Alles klar. Ja, liebe Leute, es ist Samstag, 12 Uhr, nee, noch nicht mal halb 12, mittags. Boah, da haben sie jetzt einen weggekriegt, okay. Ist aber alles nicht schlimm. Ganz ehrlich, ist alles okay noch, weil, naja. Ich hoffe, wenn wir das Nest hier haben. Ich glaube, dann ist es auch nicht mehr viel, ne? So, kann ich hier nicht irgendwie was Schnelleres bauen? Raketenwerfer könnte ich zwar bauen, aber... Nee, ich setze hier lieber auf Mammuts, ganz ehrlich. Die sind einfach viel... Die halten einfach viel, viel mehr aus hier. Oh. Alter! Oh. Ja, gut, aber das war vielleicht eine Scheißidee hier. Das reicht doch so gerade, ey. So. Das reicht doch tatsächlich so gerade, okay. Bürger, dann lauf da hoch und neutralisiert das Nest. Ich brauche weitere Mammuts. Boah, was die einen Schaden machen, ne? Das ist echt heftig. Aber wir haben das nächste Nest neutralisiert. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich sag jetzt neutralisiert und nicht vergast. Das ist echt... Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie... schlecht behaftet, das Wort. Deshalb sage ich jetzt einfach neutralisiert. So, liebe Freunde. Wir haben wieder kein Geld. Aber nicht schlimm. Die Kohle kommt, ja. Auch wenn auch ein bisschen langsam, aber die Kohle kommt. Und dann können wir hier gleich die beiden Mammuts mal ein bisschen verstärken. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, das Gebiet hier, das war echt heftig. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein bisschen nach vorne kommen. Und ja, ich nehme auch heute früh auf. Zum einen natürlich... Zum einen natürlich wegen... aus Zeitgründen und zum anderen wegen Hitze, weil heute soll es wieder heftig warm werden. Aua. So, heute soll es wieder heftig warm werden und naja, die gehen kaputt, sehr gut. Deshalb, ich habe auch keine Lust jetzt hier in der Hitzewelle aufzunehmen, deshalb, naja. was wollte ich sagen? Ja, Hitzewelle und so. Wie gesagt, keine Lust auf Hitze, deshalb nehme ich jetzt auch früh auf. So, die Edelsteine würde ich zwar gerne haben, aber... die sind mir doch zu weit weg. So, aber wir können jetzt zumindest hier mal ein bisschen einsammeln hier, so. Ich brauche dann eigentlich auch noch einen dritten Sammler, aber... Mit dem einen Menschen hier werde ich hier oben mal... bisschen noch erforschen. Mal gucken, was hier oben noch so ist. Aber ich glaube nicht viel. Sofort. Mit dem einen Männchen. Der mit einem Biss von so einer Riesenameise tatsächlich kaputt ist, ey. Aber gut. Leute. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Coin Conquer ist ja äußerst beliebt bei euch. Es ist ja wirklich unfassbar. Und ja, es freut mich echt, weil dieses Spiel hat es auch verdient, ne? Dieses Remaster ist halt... Es sind irgendwie 100 Missionen oder so und... Kollege, lass mich in Ruhe. Da oben sind nämlich noch welche. Da sind noch welche. Lass mich in Ruhe. Ah, nein, 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 nein. Alter. Ah, hier scheint aber ein Durchgang zu sein. Okay, das ist gut. Was? Ah ne, okay, ich dachte schon, ein Shotgenerator oder so. Und, ja, liebe Freunde, wie gesagt, Command & Conquer hat diese Beliebtheit tatsächlich echt verdient. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel tatsächlich, ja. Und, ja, also mein Lieblingsstrategiespiel. Da kommt einfach nichts dran hier, Command & Conquer, Alarmstufe Rot. So. Der Sammler, der kann bitte hier unten und dann noch das Zeug hier. Dann ist er nämlich ein bisschen näher dran.
So, dann habe ich auch wieder 5 Mammuts gleich. Wunderbar. Und mein mutiger Soldat hier. Das Todeskommando. Der ist auch schon voll zerfetzt hier. Und, naja. Cool, Level. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Egal. Das sind auf jeden Fall noch Viecher. Jo, danke. Die patrouillieren immer so, ne? Schaut euch das an. Die patrouillieren immer. Aber gut, liebe Leute, so viel ist es jetzt nicht mehr tatsächlich. Was kosten die BMTs? 800! Das kann ja wohl nicht wahr sein. 800! Krass. Oh Mann, ich würde nämlich ganz gerne noch erstmal die Karte erkunden, ne? Das ist halt... Ich will erst sehen, wo ich hier überhaupt lang gehe. Ja, toll. Bringt gar nichts rein, ey. Der bringt gar nichts rein. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber das macht nichts. So können wir noch ein bisschen das Spiel auf uns wirken lassen hier. Echt genial. Aber dass hier auf einmal 20 Ameisen standen und dann noch die dunkelroten, das ist natürlich... damit habe ich nicht gerechnet. Unzureichende Finanzmittel. Aber da habt ihr mal wieder die Kraft von den Mammuts gesehen, ne? 20 Ameisen und die Mammuts, die sind da einfach reingefahren und... Ja. In Ordnung. Aber haben die einfach platt gemacht, ja. So. Was machst du da jetzt wieder, KI? So, perfekt. Alles klar. Dann können wir ein bisschen weiter die Karte erkunden, bevor ich da dann zum letzten Schlag gegen die Ameisen hier... Ausrufe. So. Ach, diese Mucke ist auch so geil, ey. Die Mucke ist auch so geil. So. Dann haben wir jetzt wieder 6 Mammuts hier. Ah, wir sind am Kartenrand angekommen. Und hier ist tatsächlich auch noch ein Nest. Okay. Dann ist hier noch ein Nest, da oben noch ein Nest. Oh nein, mein schöner BMT. Ja, komm dann. Seid ihr bitte Team 2 und mal hier. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Stimmlosen. Am hier. So. Selbst. Wunderbar. Bestätigt. Team 2. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ey. So. Bestätigt. Team 2 bitte hier dieses Nest neutralisieren. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Alles klar. Wir müssen ja auch alle hier platt machen, ne? Ja, ja, lass die sterben, ist okay. So, da ist jetzt nämlich noch diese eine da, die eben meinen mutigen Soldaten hier platt gemacht hat. Oh shit, jetzt haben wir schon wieder Silos. Jetzt haben wir schon wieder hier Kohle voll. Silos kann ich nicht bauen, doch da. Dann baue ich eben halt mal 2 Stück. Ich meine, kostet ja fast nichts. So. Dann fressen wir uns mal weiter durch hier. Bestätigt. Da ist noch eine. Bäm. Oh, die Edelsteine, die lachen einen ja schon an, ne? Ja, Sir. So, dann würde ich sagen, speichere ich halt aber nochmal Ameisen einfach. Hä? Was ist das? Da ist eine Basis? Wie jetzt? Aua. Ah, das sind wieder viele hier, ne? Hier ist eine Basis? Wie, hier ist eine Basis? Ich dachte, hier sind keine Menschengegner. Eine Russenbasis. Ah, wahrscheinlich aus längst vergangenen Kriegszeiten hier, ne? Könnte ich alles einnehmen, aber... Könnte ich echt alles einnehmen, aber... Hey! Schieß doch nicht da drauf, Mensch, das ist euer... Ah, schaut mal! Hallo? So, bam hier, so. Macht doch nicht die Basis platt. Wir haben tatsächlich hier noch eine Basis gefunden. Überreste aus längst vergangenen Kriegszeiten, ey. Wow. Schon echt geil, muss ich sagen. Könnte ich zwar einnehmen, aber ich bin nicht der Einnehmtyp, ich weiß auch nicht. Ha, das war's auch schon, das war das Letzte. Okay, die Russenbasis.
Und, hä? War da jetzt nicht... Haben wir nicht noch eine Mission? Doch, doch, wir haben noch eine. Auslöschung. Okay, das ist die allerletzte Mission, aber immer noch eine Bonusgalerie. Hier unten das. Alarmstufe Rotmagazin, Presseevent. Für diese Presseveranstaltung im Hard Rock Hotel wurden Rezensenten von Spielezeitschriften eingeflogen, um einen Tag lang die Vorabversion von Alarmstufe Rot zu spielen. Cool, da wäre ich auch gern bei gewesen. Dann haben wir hier noch eine radikale Fundgruppe im Inneren. Digitales, originales Digital-Audio-Tape mit einigen der hochwertigeren Audioquelldateien, die für die Remastered-Version verwendet wurden. Am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Hochwertige Audioquelldateien, ja klar. Surf No Mercy, ein unveröffentlichter Track. Dieser Titel wurde ursprünglich auf der Original-Soundtrack-CD von Alarmstufe Rot als versteckter Bonustrack veröffentlicht. Im Spiel selbst war er allerdings nicht enthalten. Damals in den 90ern hörte man Musik typischerweise über CDs. Bands folgten... Oh, wisst ihr... Das hört sich an wie Pulp Fiction. Bands folgten zu der Zeit dem Trend, Bonustracks am Ende zu verstecken. Ja, so wie hier auch. Dieser Track war wahrscheinlich eine Demo für Alarmstufe Rot und entstand, bevor ein durchgängiger Stil für den Soundtrack gefunden wurde. Frank hatte die Idee, den CNC-Song No Mercy im Stil von Dick Dale abzuwandeln. Das Intro des Songs ist von Soundtracks alter Sci-Fi-B-Movies inspiriert und wurde schließlich zur Titelmusik der Ameisenmission-Filmsequenz. Ja, stimmt, das hört sich tatsächlich klassisch an hier. Geiler Soundtrack, echt. Ohne Scheiß. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ja. Machen wir uns in die letzte Mission. In die allerletzte Mission. Okay, Freunde. Wir haben eine Reihe Tunnel unter einer zerstörten Basis entdeckt. Da wir ihnen jetzt die Fluchtwege abgeschnitten haben, können sich die Ameisen nirgendwo verstecken. Räume sie in allen Tunneln gewöhnlich gründlich auf und finden sie die Quelle dieser Monster. Zerstören sie alles, das nicht menschlich ist. Die Beleuchtung in den Tunneln ist ausgefallen. Was die Sicht einschränken wird. Oh. Wenn sie die Generatorsteuerung finden, können sie das Licht wieder einschalten. Eine Inside-Mission! Tatsächlich, Leute, die letzte Mission ist eine Inside-Mission. Oh nein, ich dachte, ich wäre hier los, aber... Aber gut, Leute, dann machen wir jetzt noch einmal die letzte Mission hier. Wartet mal kurz, ich muss mal gerade... So. Kurz meinen Kopfhörer gerichtet. Ach du Scheiße! Wow. Wir haben hier einen... Stavros! Ja? Kollege! Natürlich. Stavros, Kollege. Ja, ihr seht, das ist der Schatten, der kommt dann wieder, ne? Was ist das? Ih, das ist eklig. Natürlich. Bin schon da. Stavros, Kollege. Natürlich. Das wollte ich nochmal sehen. Ah, wie schön. Ja, ihr seht's, ne? Das Licht, das fällt aus. Das ist so. Und, naja. Wir haben jetzt hier einen Arsch voll Soldaten. Und ein Heiler dabei, das ist sehr gut. Alter, mach die kaputt da. Mach die kaputt, Stavros. Alter. Puh. Nein, 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 nein. Arzt, komm mal her, bitte. Setz dich mal im Arsch. Ah, zum Schluss nochmal die ganzen geilen Insider hier. Ist das geil. So, ich glaube, der schießt automatisch. Ja, seht ihr das? Der schießt automatisch, der Stavros. Wunderbar. So, unter der Basis, die wir da gefunden haben, sind wir jetzt. Okay. Dann, ja, den Stavros will ich auf jeden Fall hier behalten. weil den brauche ich einfach. So, ihr seht, ne, der Schatten, der wächst wieder. Das liegt halt daran, weil das Licht hier ausgefallen ist. Und ja, wir arbeiten hier auf Sicht. Okay. Babam, alles platt machen einfach. Ah, Alter! Boah, okay.
baller die Arme, ist einfach platt. Star Wars, du machst das schon. So, liebe Leute, dann machen wir einfach mal weiter hier. Also. Die Quelle der Ameisen. Alter Schwede, da kommen sie jetzt aber angekackt hier. Heil den Stavros, Mann. Der ist der wichtigste Mann hier. So. Dann haben wir hier ein paar Flammenwerfer. Die stelle ich mal lieber auf Seite. Weil, wenn die explodieren, das ist immer kacke. So, bam, bam. Alles platt machen hier einfach. Everything. Genau. Da war doch auch der Stavros bei in der Cutscene. Glaube ich zumindest. So, was haben wir hier? Da ist ein Computer. So, was ist jetzt? Eine Tesla-Spule! Das ist aber unsere. Das ist aber unsere. Haha, okay, sehr gut. Nein! Och, Stavros! Ja, scheiße, ich hab... Ja, toll. Scheiße! Warum? Ach, das war ein richtiger Fail, ey. Aber ich glaube, man kann es auch ohne ihn schaffen. Ich glaube, wie gesagt, man kann es ohne ihn schaffen. So. Weil am Ende wird es nämlich krass, tatsächlich. Ja. Dann mache ich mit dem Soldaten jetzt hier die Fässer platt. Weil ich möchte das jetzt nicht nochmal von vorne spielen. So, macht die Ameise kaputt. Seht ihr das? Es geht auch ohne Stavros! Shit. Oder auch nicht, das ist nämlich eine Flammenameise. Warum steht da eine Flammenameise? In Ordnung, in Ordnung. Jawohl. Jetzt kommen die Grenadiere. So, Bims. Sehr schön, Leute. Gut, das ist eine Heilkiste. Oh, Panzerung verbessert. Okay, brauchen wir das denn hier überhaupt? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich neu starten. Ja, das bringt nichts. Wir müssen es nochmal neu starten, die Mission. Okay. Das heißt, wir können uns quasi einen Super Star Force erschaffen, ne? Das ist natürlich schon geil. Warum denn jetzt so? Warum denn jetzt so? Naja, gut, egal. Oh Gott, Stavros, warum stehst du auch an der Front? Geil, ey. So. Mach die platt. So, dann können wir hier einfach durch, ne? Alles, was nicht menschlich ist, sollen wir platt machen. Hier diese ekligen Larven. Ach ja, der Soundtrack, Leute. So, dann... Hey, 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 hey. Nix da. Der muss unbedingt überleben hier, der Typ hier, ey. Och, Mann! Warum denn? Warum zum Teufel? Na gut, da haben wir zumindest mal ein bisschen schon mal von der Mission gesehen, dieser Folge. Das gibt's doch nicht. So, okay. Alles klar. Bestätigt. Dann nehme ich erstmal die 5 Schützen mit. Die anderen lasse ich einfach mal hinten. Und einen Arzt natürlich, klar. Setz dich im Arsch, komm. Setz dich in den Arsch. Genau, setze dich in den Arsch. Och, Alter. Diese Ameisen, ne? Die sind doch einfach extrem, muss ich sagen. So, Schritt für Schritt hier weiter. Fässer. Platt machen. Mach dich aber nicht selber platt, ja? Stavros. Natürlich, ja. Gut. Natürlich. So. Wir müssen uns einfach hier Schritt für Schritt fortbewegen, ne? So, bam. Seht ihr das? Der macht die einfach platt. Bams. So, perfekt. Dann sind wir eigentlich auch schon hier bei der Tesla-Spule, ne? Ja. Dann sind wir auch schon bei der Tesla-Spule. Haha, sehr schön. Ah, geil. Sehr schön. Alles klar. Was haben wir hier unten noch? Hier unten war nichts mehr, oder? Ne, da war nichts mehr tatsächlich. Okay. Dann mache ich mir jetzt erst noch den Super Stavros. Piss dich im Arsch, genau. Ja, die anderen Einheiten, die lasse ich jetzt erstmal da hinten. Weil, die werde ich erstmal nicht brauchen, hoffe ich. Haha, so. Stavros,
Mach die platt. Sehr gut, dann haben wir hier noch irgendwo die Flammenameise, ne? Da muss ich jetzt gucken. Wisst ihr was? Ich speichere das erstmal. Ameisen. So. Mach nochmal die Flammenameise da weg. So. Mach die weg. Alter, nein, 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 nein. Alles klar, liebe Leute, aber dann würde ich mal sagen, ja, mache ich jetzt hier mal die Folge Schluss. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.